Bevor unsere Stars reich und berühmt wurden, mussten einige von ihnen auch auf schlüpfrige Weise ein bisschen Geld dazu verdienen. Wer sich für Geld auszog, das sind unsere Top 5. Top 5. Wer hätte das gedacht? Brad Pitt war während seiner College-Zeit Mitglied einer Männer-Strip-Gruppe. Mit heißen Tanzmoves haben sie die Frauen um den Verstand gestrippt. Top 4. Eve probierte sich einen Monat als Erotiktänzerin aus und schrieb später einen Song darüber. Sie selbst bereut es nicht, denn es half ihr angeblich, sich selbst zu finden. Top 3. Auch Lady Gaga verdiente sich als 18-Jährige ein paar Groschen durch Strippen dazu. Nach eigenen Angaben war ihre Performance immer sehr wild, was wir uns nur zu gut vorstellen können. Die Popsängerin spricht aber nicht gerne darüber, denn damals waren noch viele Drogen im Spiel. Top 2. Dass Channing Tatum früher als Stripper gearbeitet hat, ist kein Geheimnis. Seine Künste stellte er dann noch einmal im Film Magic Mike zur Schau. Wir brauchen ganz dringend eine Fortsetzung. Top 1. Bevor Amber Rose bekannt wurde, sah es bei der heißen Amerikanerin gar nicht rosig aus. Mit jungen 15 Jahren begann sie zu strippen. Heute verdient sie ihr Geld mit Modeljobs. Schaut euch jetzt die heißesten Filmstriptease an. Abonniere auch unseren YouTube-Channel.